Wie ich das hasse. Ich habe wirklich so viel drückt gehabt und gesehen, dass es angefangen hat. Und dann, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Jetzt ist die Musik auch schon wieder weg. Oh mein, wie mich sowas nervt, ja. Okay, macht aber nicht. Ihr müsst jetzt, ich muss ja berichten, ne? Erstmal sage ich mal schön Dankeschön an Alexandra, ja. Das ist okay jetzt, ja. Rucki zucki bin ich fertig mit dem Saubermachen, ja. Ah, das ist so schön. Aber jetzt noch zum ernsten Thema mal, ja, nämlich zu dem, was diesen Dreher angeht, ja, Gambe, meine ich, den anderen. Ja, die konnten mir nicht helfen, ja, und wollten das auch nicht. Ich habe so ja den Verdacht, dass die weiterhin für mich Geld kassieren wollen, auf Teufel komm raus. Bloß bei Geld hört denn der Spaß wirklich auf, sag ich mal, ja. Dass ich das gestern unterschrieben habe, das ist kein Grund, dass der glaubt, dass ich noch weiter mit die zusammenarbeite. Die kriegen keinen Cent mehr für mich. Dafür werde ich sorgen. Da können die ja nichts machen. Ja? Weil ich arbeite mit diesem Verein auf keinen Fall normal zusammen. Ja? Deswegen ruft er auch nicht an. Es ist ja 10 vor 12. Ne? Wir waren um 11 in seinem Büro verabredet. Ja? Ich habe ihm gestern schon gesagt, dass ich nicht komme. Ja. Hat er bestimmt nie geglaubt. Sehen Sie die schöne Zunge, die strecke ich Ihnen raus. Verstehen Sie, was ich meine? Die haben jetzt eine richtig gute Arschkarte. Und der ganze Dreher dazu auch noch. Und daran sind Sie schuld, lieber Herr Einzelfallhelfer. Ganz alleine. Ja? Ja, ich lasse mich doch nicht auf Dauer verarschen. Das muss man doch verstehen. Jetzt ist die Musik schon wieder aus. Das sind so die Sachen, die mich wirklich nerven, aber so ein kleines Arschloch wie der nicht, ja, der kann mich nicht nerven. Ja. Das Problem ist natürlich, dass ich obdachlos trotzdem werde. Da gibt es dann wahrscheinlich keinen Weg dran vorbei. Ja. Okay, diese Erfahrung wollte ich mir ersparen, ja, also will ich auch immer noch. Ja. Aber das sieht also alle danach aus, als ob da nichts mehr zu rütteln ist. Ja. Okay, das nehme ich dann halt hin. Was soll ich denn machen? Ja. Ich kann nichts anderes machen, ich muss ja in den Spiegel kicken können. Ja? Und in den Spiegel kann ich nur kicken, wenn ich weiß, meinst du, wie schlecht, also ihr habt ja keine Ahnung, wie schlecht mir geworden ist, als ich das erkennen musste, dass die ja so vielleicht ja nicht wollen mich loswerden. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Oh, die Musik ist wieder an. Wie schön. Ja, ich stellt euch das mal vor. Ja, also diesen Verdacht, den habe ich jetzt. Ne? Ist doch ganz klar. Ja, ich meine, der schreibt Briefe, wo sie noch mehr Geld kriegen. Aber den Brief, den ich haben wollte, den hat er nie geschrieben und sagt zu mir, das war überhaupt nicht abgemacht. Was überhaupt nicht stimmt. Ja, also, aber okay, dieser gute Mann lügt und betrügt, wenn er das mal auch macht. Und denkt, das kann er immer so machen. Ja? Nee, kann er nicht. Ja? Wir hatten jetzt die besseren Karten. Ich meine, der Beweis ist doch erbracht. Ich werde obdachlos, also sind sie gescheitert. Der ganze Verein ist da gescheitert. Ist aber auch kein Wunder, der ist schon zu groß geworden. Ne? Da kommt so eine einzelne Person wie Ecke nicht mehr, die fällt da nicht ins Gewicht, fällt da unter Ausschuss dann. Ja? Aber es spart dem Staat kein Geld. Versteht ihr? Ja, sondern im Gegenteil. Es kostet dem Staat, wenn ich noch weiter unnötige Hilfe in Anspruch nehmen muss. Ja? Weil derjenige Hilfe war zum Kotzen, Mann. Ja? Und da war keine Hilfe bei, weil das sieht man ja. Ja? Wenn man das ein bisschen verfolgt, kann man das alles sehen. Ich hoffe ja auch, dass Gambe mich verklagt wegen Rufschädigung. Ja? Das wäre gut. Warum? Naja, dann würde gleich mein ganzes Leben auf den Tisch kommen und dann kriegen die mal richtig, die ganzen Psycho-Heinis. Ja? Dann kriegen sie mal das, was sie brauchen. Ja? Dann nehme ich ein bisschen Demut. Ich bringe euch das jetzt bei. Demut zu üben zu müssen. Mann, ihr seid so klein gegen mich.